Ich hatte ein größeres Problem mit meinem Wagen, Mercedes M-Klasse, hier steht er, dergestalt, dass ich von der Vertragswerkstatt zu hören bekam, das Steuergerät, das Motorsteuergerät ist defekt. Leider haben wir traurige Nachricht, es ist nicht mehr vorhanden, es wird nicht mehr hergestellt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute von der Firma Rezeg. Wir haben heute hier einen neuen Spezialfall und zwar haben wir einen Kunden, der ein Mercedes-Fahrzeug hat, besser gesagt einen W11660 und das Auto hat Probleme mit dem Motorsteuergerät. So die Diagnose bei Mercedes. Und ja, das Auto steht aktuell auch bei Mercedes, nur gibt es da ein Problem und zwar ist das Motorsteuergerät von dem Fahrzeug aktuell nicht lieferbar. Und deswegen hat Mercedes auf uns verwiesen, dass wir alternativ die Möglichkeit bieten können, ein Steuergerät zu klonen oder ein gebrauchtes an das Fahrzeug anzulernen. Und der Kunde ist zu uns gekommen mit seinem Anliegen. Das Auto hat aktuell einen Leistungsverlust, das Auto beschleunigt aktuell nicht stark und man geht stark davon aus, dass das am Motorsteuergerät liegt. Wir haben den Kunden schon mitgeteilt, dass wir auf Kundenwunsch gerne so ein Motorsteuergerät für ihn bestellen können. Und die Daten von dem alten Steuergerät, das ist dieses Gerät, auf das neue gebrauchte Steuergerät klonen können. Das Ganze wurde auch von uns schon soweit durchgeführt. Jetzt werden wir uns gleich zu Mercedes begehen und werden das neue gebrauchte Motorsteuergerät einbauen und gucken, ob dann das Fehlerbild, was der Kunde uns geschildert hat, verschwunden ist. So, liebe Freunde, wir haben jetzt einen Komplettscan für das Fahrzeug gemacht. Die Motorkontrolllampe, wie gesagt, ist noch an. Wir gehen jetzt erstmal in den Fehlerspeicher rein und prüfen, welchen Fehlercode wir noch haben. So, DTC lesen. So, Beschreibung: Kraftstoffinjektorzylinder 1 hat einen elektronischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden diesen Fehler einmal löschen, gucken, ob das Ganze funktioniert. Fehlerspeicher abgeschlossen. Und jetzt, hurra, die Lampe ist aus und der Fehlerspeicher ist leer. Ich hatte ein größeres Problem mit meinem Wagen, Mercedes M-Klasse, hier steht er, dergestalt, dass ich von der Vertragswerkstatt zu hören bekam, das Steuergerät, das Motorsteuergerät ist defekt. Leider haben wir traurige Nachricht, es ist nicht mehr vorhanden, es wird nicht mehr hergestellt. Wir können da nichts mehr machen. Ich wollte den Wagen aber, auch wenn er 13 Jahre alt ist, der aber noch vorigen Schuss war, nicht stilllegen und verschrotten. Deswegen habe ich dann mich umgeschaut, was kann man tun. Hier kommt jetzt die Firma Rezeg ins Spiel. Dort wurde eine Anfrage gestartet. Es kam heraus, dass Herr Rezeg eine Möglichkeit sah, ein zweites Gerät, ein neues Gerät zu besorgen, also am Markt, und es dann entsprechend auch zu programmieren, zu kodieren, letztlich zu klonen. So ist es auch gekommen. Das Gerät wurde von Herrn Rezeg eingestellt. Wir haben es heute eingebaut. Alles wunderbar. Ich bin sehr erleichtert, sehr, sehr froh und kann mich über die Firma Rezeg nur positiv äußern. Auch vom Umgang her freundlicher, junger Mann, der also auch gut mit Kunden umgehen kann und sofort eine Problemlösung gefunden hat. Alles bestens. Ich bedanke mich hiermit auch ganz herzlich bei der Firma Rezeg, bei Herrn Rezeg persönlich.